So, hallo, hallo. Ja, das ist hier kein Fake-Hintergrund. Ich sitze hier eigentlich, ihr hört es vielleicht an den Nebengeräuschen, im Wintergarten, wo eigentlich auch mein Büro ist. Das ist ein Hammertag. Es ist einfach herrlich, es hat mega viel geschneit. Und jetzt scheint die Sonne, schaut euch das mal an. Ja, und das ist ein Warum ich hier wohne, wo ich wohne. Warum? Wir wollen immer irgendwo Entscheidungen treffen aufgrund von logischen Begründungen. Ja, und die logische Begründung, warum ich hier wohne, ist absolut unlogisch. Sie ist einfach nur im Herzen, im Bauch. Wenn ich morgens aufstehen darf und hier rausschauen darf, dann weiß ich, dass ich näher an der Sonne bin, dass ich näher an dieser sonnengöttlichen Energie bin. Und es gibt mir einfach ein riesengroßartiges Gefühl. Logischerweise gibt es eigentlich keinen anderen Grund, hier zu sein. Ja? Es ist teurer wie sonst, es ist abgelegener wie sonst, es ist kälter wie sonst. Es ist auch ein bisschen einsamer wie sonst. Ja? Also so mal schnell Kaffee gehen, trinken mit seinesgleichen. Hallo Jacqueline. Das ist nicht so einfach, aber schau doch mal hinten. Das ist einfach wunderschön und das ist für mich Lebensqualität. Und Lebensqualität ist eigentlich das, was für uns einfach nur wichtig sein sollte. Und wir verweigern uns das oft, uns einzugestehen, wie wichtig uns Dinge sind in unserem Leben. Die Wichtigkeit der Dinge, weil unser Warum willst du das? Ja, das brauchst du doch nicht. Warum möchtest du dir diesen Wunsch erfüllen? Ja, es gibt nie logische Gründe. Man braucht eigentlich gar nichts. Und das ist halt so. Hi, hi. Wir brauchen nichts. Wir können super spartanisch leben. Und wir sollten uns auch niemals von irgendetwas abhängig machen im Außen. Aber wir dürfen die Perspektive doch mal darauf richten und sagen, was gibt es denn für Schönheit hier in unserem Leben? Was ist denn schön für mich? Was begeistert mich? Was möchte ich denn gerne lieben? Was möchte ich denn gerne auskosten für mich? Und wenn ich dich das so frage, bin ich mir fast ziemlich sicher, dass du nicht einfach wie aus der Pistole geschossen mir da Antworten geben kannst, weil die wenigsten Menschen machen sich tatsächlich Gedanken darüber, was sie möchten, weil es einfach ja sowieso nicht geht, scheinbar. Und ich möchte euch einfach dazu anregen, gerade jetzt in den heutigen Zeiten, euch Gedanken darüber zu machen, warum ihr Sachen nicht tut, die ihr wollt. Genau, nicht warum ihr Sachen tut, das wisst ihr immer, aber warum ihr Sachen nicht tut. Warum tust du nicht die Sachen, die du dir wünschst? Warum sagst du nicht, was du dir wünschst? Warum sprichst du es nicht laut aus? Warum schämst du dich für die Dinge, die du dir wünschst? Ja, das sind alles so ganz, ganz wichtige Fragen, die man sich stellen darf, um einfach zu wissen, wo sind meine Blockaden, wo sind meine Hemmschuhe? Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann merkst du, das sind Sachen, da traust du dich nicht so tief hinzuschauen oder da möchtest du vielleicht gar nicht wissen, warum du es nicht tust, weil es eine Story hat, die du dir erzählt hast, die du erlebt hast, die du vielleicht gar nicht anschauen möchtest, weil du denkst, diese Story hat was mit dir zu tun. Aber wenn du weißt, dass die Story nichts mit dir zu tun hat, kannst du die Story auch mal anschauen, kannst mal hinschauen, was dich wirklich abhält von den Dingen, die du dir eigentlich so wünschen würdest, die du dir aber nicht mal eingestehst. Und wir können die große Vision nicht leben, wenn wir uns nicht mal eingestehen, was unsere große Vision von unserem Leben ist. Ja, das ist wahnsinnig schwierig und das auszupacken ist gar nicht so leicht, weil jetzt sitze ich zum Beispiel hier vor diesem Wahnsinns-Background, der wirklich aussieht wie Photoshop und sage dir, dass ich über 20 Jahre hier gelebt habe und dieses Warum gespürt habe, deswegen bin ich auch nicht weg, dass
es ein Warum gibt, warum ich hier bin, es aber nicht genossen habe. Ich habe nicht genossen, hier zu leben. Ich habe die Natur nicht genossen. Ich habe nichts von dem genossen, was ich mir doch eigentlich erschaffen hatte als Lebensqualität, weil da noch so viel Programm war, weil da noch so viel Angst war, weil da noch so viel Unsicherheit war. Und ich konnte nichts genießen, was ich hier tat, weil da immer im Hinterkopf war, du musst aber noch das und hier musst du noch schauen und da musst du noch dich drum sorgen und hier kannst du dich nicht einfach fallen lassen. Du kannst doch nicht einfach genießen, weil du weißt nicht, wie du nächsten Monat die Rechnungen zahlen musst, weil du für deinen Sohn das und das noch nicht gemacht hast, weil das und das noch offen ist. Eine riesengroße Liste von Sachen, die dir sagen, du darfst nicht genießen, weil da so eine große Überzeugung dahinter ist, du darfst erst genießen, wenn alles erledigt ist. Du darfst erst genießen, wenn du alles geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Aber warum kannst du nicht genießen, das zu tun, was du dir vorgenommen hast? Warum kannst du dir nicht genießen, während du offene Dinge auf deiner Liste hast? Ja? Das sind alles so Mindfuck-Geschichten, die uns einfach unbewusst steuern. Und erst wenn wir dieses unbewusste Zeug mal sehen, können wir dagegen steuern und sagen, das ist Bullshit, das ist Mindfuck, so ist es nicht. Und ich entscheide, dass ich jetzt genieße. Ich entscheide, dass ich unter allen Umständen mich wohlfühlen möchte. Ich entscheide, dass ich unter allen Umständen das Schöne in meinem Leben sehen möchte. Ich entscheide, dass ich unter allen Umständen dankbar bin für diesen Moment, den ich jetzt gerade habe. Und sich solche Sachen zu erlauben, das ist so, so schön und das bringt dich sowas von in die Freiheit. Und es ist nicht ein Sprung, den du machst, sagst, okay, jetzt erlaube ich mir einfach alles schön zu finden. Ja, genau, kannst du machen. Aber dann wirklich von tiefstem Herzen einfach genießen. Einfach deinen Kopf auszuschalten, den Mangel rauszunehmen und zu sagen, jetzt ist alles da, jetzt ist in allerhöchster Fülle mein Leben. Und wenn ich es auch gerade nicht sehe, hi für die Herzen, danke. Wenn ich es gerade jetzt nicht so sehe, wie der Background bei mir, ja, diese wunderschöne Fülle, die wunderschöne Natur, wenn ihr vielleicht gerade irgendwo sitzt, wo es regnet oder wo es grau ist, wie eine Freundin, die mir gerade geschrieben hat, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, Fülle zu sehen, etwas Schönes zu sehen, auch nur vor sich hin zu träumen und sich daran erfreuen, was man sich noch alles vorgenommen hat, was die Visionen sind. Aber diese Erlaubnis, sich das zu geben, dass es im Außen vielleicht gerade nicht so erscheint, dass das der richtige Moment wäre, um zu träumen, um Visionen zu leben, um sich Ziele zu setzen, um Lebensqualität zu entscheiden, um Lebensumstände zu entscheiden. Dann geht es eben darum, dem Verstand immer wieder zu sagen, was die Regeln der Erschöpfung sind, was die Regeln der Kreation ist und dass es nicht darum geht, was gerade im Außen ist, sondern dass es darum geht, was ich im Innen für mich kreieren möchte. Und du siehst, ich habe vorher das Beispiel gesagt, ich war in diesem Außen seit 5, 6, 27 Jahren, ich müsste es mal rechnen, in diesem Außen schon immer gelebt. Und dieses Innen in mir war so leer und es war so traurig und es war so verzweifelt. Also das Außen, auch wenn es noch so schön ist, hat nicht den Einfluss auf dein Innen, wenn du ihm nicht die Erlaubnis gibst. Genauso wenig hat das Außen, wenn es noch so hässlich ist, einen Einfluss auf dein Innen, wenn du dem hässlichen Außen nicht die Erlaubnis gibst. Und wenn du das verstehst, bis in jede Zelle deines Körpers, weil du weißt, der Körper nimmt nur die Informationen auf, die er von dir geliefert kriegt, konsequent und immer wieder, dann findest du irgendwann mal diese tiefe innere Ruhe und diesen inneren Frieden. Und aus meiner Sicht erlaubt dir erst dieser Zustand, dein Herz bedingungslos zu öffnen. Ja, weil vorher macht das Herz zu, das hat Angst, es fühlt sich bedroht. Es erlaubt sich Dinge nicht, weil es Angst vor Verletzung oder Enttäuschung hat. Aber wenn du für dich diesen Zustand, dieses inneren Friedens immer mehr und mehr herstellst, dann
erlaubt sich dein Herz immer mehr und mehr zu öffnen. Dann erlaubt sich sein Herz immer mehr und mehr sich zu freuen und auch zu hüpfen vor Freude, auch wenn es eigentlich im Außen gerade keinen Grund gibt. Und dieses Gefühl dieser unbegründeten Freude, dieser bedingungslosen Freude, wenn dein Herz einfach nur hüpft, weil du da bist im Leben, gibt dir diese Energie, mit der du alles kreieren kannst in deinem Leben. Aber um dieser energetische Zauberstab sozusagen zu werden, darfst du eben erstmal zu lernen, nach den Gesetzen des Universums zu leben und all das, was dir das verbietet, abzulegen, indem du es erkennst und durchschaust als Lüge und einfach sagst, boah, was für eine Lüge bin ich denn da aufgesessen? Boah, wie ist denn die Wahrheit? Lass mich bitte der Wahrheit folgen. Lass mich der Wahrheit folgen mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen und mit meinen Vorstellungen. Und letztendlich kommen dann auch die richtigen Handlungen. Aber die Handlungen stehen nie im Vordergrund. Die Handlung ist die letzte Konsequenz, die dann getan werden darf, aber nicht getan werden muss. Und wir sind immer noch so überzeugt davon, dass es darum geht, was wir machen, um das, was wir letztendlich tun. Aber dieser ganze Teil davor, vor der Handlung, den tun wir gar nicht, sondern wir handeln halt einfach mal aus Gewohnheit oder aus Abgucken, weil die anderen so handeln. Wir machen einfach mal. Aber dieser Schritt davor zu tun, dieses Energetic Alignment, dieses geistige und Herz und Verstand Kohärenz, diese ganze Abstimmung mit deinem wahren Selbst, das sich alle Wünsche und Träume ermöglicht, weil es keine Angst haben muss und weil es sich im Außen nicht reflektieren muss. Das muss man üben, weil wir sind einfach so auf Impuls und zwar auf schnellen Impuls. Und dieser Impuls, den wir wollen, das ist der Impuls aus diesem Alignment, aus dieser Verbindung mit unserem wahren Selbst, mit unseren wahren Wünschen, mit unserem wahren Herzen, mit unseren wahren Begeisterung. Aus diesem Impuls heraus dürfen wir Dinge tun und zwar bedingungslos und nicht um zu erreichen. Sondern wir tun es, weil wir es schon erreicht haben, innerlich. Weil ich schon diesen Zustand erreicht habe, ist die logische Konsequenz folgende Handlung. Weil ich schon in diesem Zustand bin der Erfüllung und nicht des Mangels, ist die logische Konsequenz, dass ich die und jene Handlung mache. Und diese Dinge, von denen ich dir jetzt gerade erzähle, die üben wir zusammen in dem Divine Money Kurs. Und es ist einfach so, so wichtig, da dran zu bleiben. Und deswegen habe ich auch die Community geschafft und ich mache es in der Gruppe und ich coache die Gruppe nicht nur in den Coachings-Calls, sondern jeden Tag kriegst du auch Inputs von mir, du kriegst Inputs von den anderen. Und das ist eins der wichtigsten Dinge, dass wir uns eben auch in Gesellschaft von anderen so erlauben, uns so zu zeigen, wie wir sind. Das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Schritt der Selbstakzeptanz. Im Spiegel vor den anderen. Und da gibt es so viel zu lernen und zu üben und es hört nie auf und ich übe jeden Tag weiter und ich lerne jeden Tag weiter, ich reflektiere jeden Tag. Und wenn dich das anspricht und du denkst, ja genau, das wäre schön, da Unterstützung und Community zu finden, dann ist Divine Money das richtige Programm für dich. Und da noch bei uns mitzureisen mit den wunderbaren Frauen, am 4.11. geht es los mit dem ersten Call. Dann melde dich bei mir, spring rein. Lass es dir nicht ergehen. Es ist einfach so ein wunderbarer Container mit so wunderbarer Energie. Und ich habe es mir erlaubt, in diesem Jahr verschiedene von diesen Containern zu füllen, von diesen Räumen zu füllen. Und es sind Wunder geschehen. Es sind Wunder geschehen für die Teilnehmer, es sind Wunder geschehen für mich und es können auch Wunder geschehen für dich, weil die Wunder sind ja an der Tür, die klopfen ja schon die ganze Zeit. Nur wenn deine Tür zu ist, weil du 1000 Bedingungen hast, wann du die Tür öffnen darfst, dann kann es nicht reinkommen. Aber es ist ja grundsätzlich alles schon da, was du dir wünschst. Nur darfst du lernen, die Tür bedingungslos zu öffnen und nicht einfach nur zu sagen, ja, nö, die Liebe lasse ich nur rein, wenn sie schwarzhaarig ist und mindestens keine Ahnung, 3-mal geschrieben hat, wie sehr sie mich liebt und 20.000 Mal mir gesagt hat, dass ich die Einzige auf der Welt bin. Ja, weißt du, was ich meine? Sondern die Liebe darf bedingungslos zu dir kommen, egal in welcher Form auch immer.
Und nachdem ja alles Liebe ist, wenn du dein Herz dann eben schaffst zu öffnen, dann kann auch alles reinmarschieren. Wenn du nicht sagst, nö, du nicht, weil du hast das Falsche an, deine Schuhe gefallen mir nicht, und so weiter und so fort, ja, sondern alles ist Liebe. Und du darfst dein Herz bedingungslos für alles öffnen, aber du musst natürlich dein Leben nicht bedingungslos für alle Dinge zur Verfügung stellen, sondern du hast deine Vision, wie dein Leben läuft und an die darfst du dich halten. Aber nichtsdestotrotz solltest du dein Herz nicht für die Liebe, die überall ist, verschließen. Und das tun wir, weil wir Angst haben, verletzt zu werden. Und wir können aber nur verletzt werden, wenn wir uns Bedingungen setzen. Wenn wir Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt haben müssen, um Liebe genießen zu dürfen. Sobald wir aber mehr und mehr in Schichten und Schichten all diese Voraussetzungen und Bedingungen und Überzeugungen, wo wir glauben, die erfüllt sein müssen, damit Liebe in unser Herz kommen darf und Liebe aus unserem Herz kommen darf, da sind wir noch in einer Art Gefängnis und da sind wir eigentlich abgeschnitten von diesen unendlichen Potenzialen, die die intelligente Liebe oder die liebende Intelligenz, wie Dr. Joe Dispenza sagt, oder das Göttliche, wie ich es jetzt gerne sage, weil ich nenne es jetzt einfach beim Namen, es ist das Göttliche, das wir sind und das in uns wohnt und aus uns herauskommen möchte. Wenn wir uns für diese Identität, unsere wahre Identität entscheiden, dann geschehen Wunder. Also lass Wunder in dein Leben, tu Warums raus, komm mit in Divine Money und reis mit uns bis zum Ende des Jahres und du wirst es nicht bereuen, ich bin mir ganz sicher. So, ich gebe euch noch hier mal einen ganzen Rundumblick. Und verabschiede mich. Tschüssi!